Servus, Freunde, und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Turbinenserie für Turbineneinsteiger, namentlich Teil 4. Im Teil 1 haben wir uns hauptsächlich einen Überblick verschafft, woraus besteht so eine Turbine, welche Komponenten etc. Im Teil 2 ging es ausschließlich um Tanks, im Teil 3 dann um die Verschlauchung der Tanks, wie man die so verbindet. Gerade was diese Tanks betrifft, war das aber alles relativ theoretisch. Um das jetzt ein bisschen aufzuarbeiten, habe ich hier heute einen praktischen Aufbau gemacht. Aber halt, bevor wir da so voll einsteigen in den Teil 4, ich habe da noch so eine kleine Anekdote. Und zwar geht das um dieses T-Stück. Ich lege das mal doch lieber hier hin, da könnt ihr es besser sehen. Ein Festo-T-Stück. Dazu gehört das Bild, was ihr da schon seht. Zwei Tage, nachdem das Video Teil 3 komplett fertig war, geschnitten war, alles fertig zum YouTube-Hochladen, hat mich einer meiner Jets davon überzeugt, mir das doch nochmal zu demonstrieren, dass man eben keine Festo-Steckverbinder im Unterdruckbereich einsetzen sollte. Der Jet ist mein Shockwave, den habe ich der Firma BF Turbines abgekauft. Das war deren Promotion Jet. Der Jet ist eigentlich für eine 180er Turbine gedacht. BF hat den aber umbauen lassen und eine 300er eingebaut. Und da ich so Fan von übermotorisierten Jets bin, oder überhaupt alles übermotorisiert bei mir, fand ich den total genial. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diesen Jet nicht selbst gebaut, deswegen war es mir nicht bewusst, dass da an der Stelle im Unterdruckbereich, also vor dem Hopper, also sprich zwischen Hopper und dem Haupttank, ein Festo-Verbinder, ein Steckverbinder sich befand. Der Shockwave hat eine sehr komplizierte Tankanordnung. Nur so viel, er hat im Haupttank, den ihr da unten übrigens sehen könnt, zwei Pendel. Diese zwei Pendel werden, wie ich jetzt weiß und abgeändert habe, über zwei Schläuche und das T-Stück dann zum Hopper geleitet. Der Schlauch, der da also nach oben geht, das ist die Leitung zum Hopper. Anfang des Jahres mache ich immer so einen Test, dass ich gucke, ob auch im Jet noch alles funktioniert. Um jetzt die Pendel zu überprüfen, die Tankpendel, insbesondere wenn man in Tanks nicht reingucken kann, wie das beim Shockwave der Fall ist, habe ich mir angewöhnt, Folgendes zu machen. Ich tanke so 2 cm hoch Treibstoff in den Tank. Damit ist das Pendel, wenn es denn tatsächlich, in diesem Falle sind es zwei Pendel, die beiden Pendel halt unten sind und heile sind, dann darf beim Abtanken, diese 2 cm Sprit, keine Luftblasen kommen. Da kamen aber eine ganze Menge Luftblasen. Also so die Hälfte Sprit, Hälfte Luftblasen. Ich denke, huiuiui, was ist denn das? Reingeschaut in den Rumpf, da war auch schon eine große Pfütze. Also anders ausgedrückt, auch schon beim B-Tanken muss da Treibstoff dann in dem Falle ausgelaufen sein. Ja, habe ich also ein bisschen was ausgebaut und habe dann tatsächlich dieses T-Stück, was hier liegt, gefunden. Ausgebaut durch ein T-Stück mit entsprechenden Anschlussnippeln versehen, Schläuche draufgesteckt, Draht drum gewickelt. Da ist jetzt Ruhe. So funktioniert es wieder. Ich habe das Ding nach dem Ausbauen links und rechts verschlossen und habe hier einen Schlauch angeschlossen und habe da reingepustet. Da kam wirklich Luft raus auf beiden Seiten. Und zwar nicht wenig. Also das Ding ist definitiv undicht. Und jetzt kommt's, gewesen. Wenn ich den Test, das sind jetzt schon ein paar Wochen wieder vergangen, wenn ich den Test, habe ich gerade, nochmal mache, jetzt ist es wieder dicht. Ja, was ist denn das? Ich habe so eine Theorie, ich weiß es nicht, ich habe das nicht gleich extrem richtig getestet, untersucht. Ich habe die mehr oder weniger ausgebaut, habe das richtig heile gemacht, habe meine Tests abgeschlossen, Jet war fertig, erledigt, fertig. Passt. Folgenden Verdacht. Ich habe euch das ja in Teil 3 gezeigt, dass der Schlauch, wenn er hier eingeführt wird, noch ein Stück weiter eingesteckt werden muss, also hinter den O-Ring. Da ist noch so ein Bereich, so ein zylindrischer Bereich, der den Schlauch noch ein bisschen führt, sodass der O-Ring tatsächlich keine Lasten von dem Schlauch aufnehmen muss.
Und ich denke, das ist hier passiert. Der war unter Umständen nicht richtig drin, die beiden Schläuche von der Seite. Man sieht das auch da, die kommen so ein bisschen schräg. Da war also Spannung drauf. Und wenn dieser Schlauch nicht hinten in der Führung sitzt, dann übt diese Spannung Druck auf die eine Seite von dem O-Ring aus. Andere Seite des O-Rings freut sich darüber tierisch, die hat weniger zu tun. Aber wenn der andere O-Ring plattgedrückt wird, dann verliert irgendwann der O-Ring auf der Seite, wo kein Druck ist, dann den Kontakt zum Schlauch und dann ist das Ganze undicht. Und zwar so undicht, wie das hier war. Und jetzt nach ein paar Wochen, wo das hier nur rumgelegen hat, hat sich der O-Ring natürlich wieder ein bisschen ausgebreitet. Der Druck ist weg, man kann sich entspannen, jetzt ist das Ding wieder dicht. Das ist der absolute Hammer. Habe ich so noch nie praktisch gesehen. Aber das bestätigt meine Empfehlung in dem Bereich vor dem Hopper, hauptsächlich vor dem Hopper, also alles, was in Richtung Hopper geht, keine Festo-Steckverbinder zu verwenden, auch wenn sie vakuumtauglich sind. Die Gefahr, dass da trotzdem irgendwann der Shockwave-Jet, der ist jetzt, glaube ich, schon 8 Jahre alt, der hat all die Jahre perfekt funktioniert und jetzt ist er undicht. Also die Gefahr, dass von so einem Steckverbinder irgendwann mal ein Problem ausgeht oder dadurch eins entsteht, ist nicht von der Hand zu weisen. So, das war das. Jetzt kommen wir aber zum Teil 4. Und zwar liegt da erstmal ein Feuerlöscher und da liegt auch ein Gehörschutz. Heute geht es ja um die Inbetriebnahme einer Turbine. Wenn ihr mit einer Turbine spielt, nenne ich das mal, also nicht zum Flugplatz fahrt, den Jet anschmeißt und fliegt, da kann man auf Gehörschutz verzichten, aber auch nur auf den Gehörschutz. Der Feuerlöscher hat immer neben dem Jet oder neben der Turbine zu stehen oder zu liegen oder so. Wenn ihr aber damit rumspielt, arbeitet, auf einem Prüfstand eure die Turbine, die neu ist, vielleicht das erste Mal irgendwo festschraubt und sie in Betrieb nehmt, dann steht ihr erstens dichter dabei. Zweitens ist kein Rumpf drumherum, der den Schall ein bisschen wegnimmt. Dann bitte immer, immer mit Gehörschutz und auch immer mit Feuerlöscher. Feuerlöscher kommt nochmal in Teil 5 ausgiebig. Da zeige ich euch auch, wie das funktioniert und wie man eine Turbine löscht. Aber ein Wort vorweg. Bitte ausschließlich nur, immer, nie was anderes, bitte nur CO2-Löscher verwenden. Kein Schaum, kein Pulver, kein Wasser, CO2 ist perfekt, funktioniert für die Turbine, ohne der Turbine Schaden zuzufügen und ohne dem Modell Schaden zuzufügen. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist ein Modell mit einem Pulverlöscher zu löschen. Schaum, okay, ist auch nicht gut. Pulverlöscher. Pulverlöscher ist eigentlich der gängige Löscher, den man so überall hat. Das ist absolut tödlich für ein Modell. Löschpulver ist so dünn wie Wasser. Das dringt überall ein. Das habt ihr nach dem Löschen in der ECU, das habt ihr im Empfänger, das habt ihr überall. Das wäre ja erstmal noch nicht so tragisch, außer dass es viel Arbeit macht, es wieder sauber zu kriegen. Pulverlöscher, also Löschpulver, ist hygroskopisch. Das heißt, es zieht Feuchtigkeit an. Und Feuchtigkeit haben wir in der Luft auch immer mal wieder. Das wäre jetzt auch noch nicht so schlimm. Wenn sich aber doch feuchtes Löschpulver dann auch noch benehmen würde wie eine Säure, dann wird es kritisch. Und genau das tut's. Wenn also Löschpulver mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, und sei es nur Luftfeuchtigkeit, dann bildet sich eine Säure. Und die zerfrisst uns unsere Elektronik. Das braucht seine Zeit. Ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht sogar länger. Und es ist dann nicht die Frage, ob man dann mit so einem gelöschten Jet irgendwann mal abstürzt. Es ist nur die Frage, wann. Abstürzen wird man auf alle Fälle. Deshalb CO2-Löscher. Vollkommen harmlos fürs Modell, vollkommen harmlos für die Turbine. Sieht, wenn man intensiv gelöscht hat, fürchterlich aus. Ist total weiß alles innen drin. Ist aber nach ein paar Minuten wieder weg. Löst sich rückstandslos in CO2-Gas wieder auf. Perfekt. Beachten, wenn man mit Turbine spielt, mit Feuerlöscher und mit Gehörschutz. Gut, ich hatte schon ganz zu Anfang erwähnt, ich habe, um das von Teil 3 noch so ein bisschen, also Teil 2 und Teil 3 noch so ein bisschen aufzuarbeiten, hier mal eine komplette Verschlauchung aufgebaut.
Ich habe mich für die Variante Tank entschieden, die vermutlich die gängigste ist. Wir haben einen Haupttank, wir haben einen Hopper und im Hopper ist ein Filter, ein Filzfilter. Ganz langsam kriege ich das hin. Schauen wir mal, ob ich mich heute noch mal wieder vertue mit meinem Filzfilter. Ein Filzfilter. Das gibt es natürlich auch mit Sinterfilter. Das gibt es auch mit diesen teebeutelförmigen Filtern. Ist im Prinzip alles ganz egal. Wir haben einen Tank ohne Filzpendel. Ich habe es extra ausgebaut. Der Tank hat zwar hier noch drei Anschlüsse, also den gelben hier oben, unser Pendel und den roten B-Endtankanschluss unten. Den unteren habe ich aber hier totgelegt, denn in so einer Anordnung mit Hopper brauchen wir den nicht. Das heißt, im Haupttank haben wir nur unseren Überlauf, der geht hier nach oben, und unser Pendel ohne Filz, also ohne Filter. Der Anschluss vom Pendel geht hier über diesen Schlauch in unseren Hopper, und zwar hier oben hin. Unten ist ein Anschluss, der hier zum B-Endtanken dient. Vom Filzfilter, ganz langsam, Herr Grote, läuft die Leitung zur Pumpe. Von der Pumpe über einen Absperrhahn und ein weiteres Filter, zu dem Filter komme ich gleich noch, dann endgültig zu unserer Turbine. Und damit das jetzt ein bisschen praxisbezogener wird, werden wir jetzt auch hier tatsächlich mal Treibstoff reinpumpen, um zu sehen, wie sich das benimmt. Wie füllt sich der Hopper und wie läuft das alles übel? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache hier mal den Stopfen raus und schließe hier meine Tankstation an. Die könnt ihr nicht sehen, die steht hier drunter. Und die hat auch einen Schalter. Wie man deutlich sehen kann, weil ich drossel das Ganze mal ein bisschen, dann geht das ein bisschen langsamer. Wie man deutlich sehen kann, der Treibstoff läuft unten in den Hopper, füllt dabei jetzt den Hopper auf. Da passiert noch gar nichts, wie wir sehen. Erst wenn der Hoppertank jetzt gleich ganz voll ist, dann wird über den Überlauf hier oben im Hopper der Treibstoff in den Haupttank laufen. Das ist gleich der Fall. Da kommt's. Und das läuft aus dem Pendel heraus und füllt uns jetzt unseren Haupttank. Ich mal wieder ein kleines bisschen Gas geben. Ich werde jetzt natürlich einen Teufel tun und den Haupttank volllaufen lassen, weil dann kommt es aus meinem Überlauf hier raus. Das ist bestimmt nicht gut für den Fußboden. So, das war jetzt tanken. Die Turbine würde sich jetzt ja aus dem Filz. Ich wollte gerade wieder Pendel sagen, es ist zum Mäusemelken. Aus dem Filzfilter den Treibstoff hier über die Leitung. Die kümmern wir uns gleich noch, die ist nämlich noch leer. Die müssen wir nämlich gleich dann noch entlüften. Aber schauen wir uns den Vorgang von Tanken auch nochmal an, wenn ich es enttanke. Das ist egal, ob die Pumpe jetzt Treibstoff aus dem Hopper zieht oder ob ich über meinen Endtankanschluss Treibstoff aus dem Hopper hole. Aus dem Hopper wird Treibstoff geholt, egal wer ihn da rausholt. Und der Hopper muss dafür Sorge tragen, dass er Treibstoff aus dem Haupttank kriegt. Das probieren wir jetzt. Pumpe läuft jetzt rückwärts. Wir sehen, der Haupttank leert sich so langsam. Irgendwann ist er dann leer. Dann kommen hier Luftblasen, und zwar mengenweise. Jetzt leert sich der Hopper. Und wenn der halb leer ist, dann wird es für die Turbine böse, weil dann ist unser Filzfilter im Trockenen und die Turbine wird ausgehen. Das ist jetzt so ein kompletter Ablauf, wie er in einer Hopper-Haupttank-Anordnung abläuft. Ich fülle den jetzt noch wieder auf, denn wir müssen ja noch, um eine Turbine in Betrieb nehmen zu können oder in Vorbereitung dessen, dass wir eine Turbine in Betrieb nehmen wollen, die Leitung zur Turbine entlüften. Die ist ja, wenn ihr das frisch aufbaut, staubtrocken. Hier ist sie nicht ganz staubtrocken, weil das ist halt schon mal gelaufen, aber trockener als sie sollte. Also, wir tanken wieder. Unser Hopper füllt sich wieder.
Noch ein kleines bisschen Gas geben hier. Und der Hopper läuft brav wieder über in den Haupttank. Ihr braucht übrigens keine Angst haben. Ich habe doch gar keine Angst davor, dass ich die Turbine eventuell hier laufen lassen könnte. Ne? Mache ich aber nicht. So, dann können wir den Anschluss hier schon wieder abmachen und verschließen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Verschlauchung zur Turbine an. Geht hier raus zur Pumpe, soweit so gut. Von der Pumpe geht die Leitung einmal zu einem Absperrhahn. Warum habe ich da einen Absperrhahn drin? In Teil 1 muss es gewesen sein, hatte ich ja schon erwähnt, dass diese Turbinen alle zwei Ventile haben. Entweder extern oder intern in der Turbine eingebaut. Warum denn dann ein Absperrhahn? Die Ventile sind doch zu. Ja, theoretisch sind die zu. Praktisch hat das aber schon für eine Wahnsinnsüberschwemmung auf meinem Bautisch geführt, weil so ein Ventil nämlich eben mal nicht richtig zu war. Dass ich das auf dem Bautisch gesehen habe, über Nacht, das ist ja noch relativ harmlos. Aber stellt euch mal folgendes Szenario vor. Eine der beiden Ventile, beide Ventile führen ja nach innen in die Turbine. Der eine zwar zum Zünden und der andere für den Betrieb, ist egal. Einer der beiden Ventile ist nicht ganz dicht. Warum auch immer. Muss ja, also wenn es neu sind, sind sie natürlich dicht. Aber ihr wisst schon, irgendwann ist so ein Ventil vielleicht mal nicht ganz dicht. Wenn ihr tankt ja hier rein. Das muss da rüberlaufen. Das heißt, es wird hier auf alle Fälle ein leichter Überdruck entstehen während des Tankvorgangs. Ihr tankt ja nicht so langsam, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, sondern ihr gebt ja schon Vollstoff. Dann haben wir hier einen leichten Überdruck. Dieser leichte Überdruck existiert auch hier in der ganzen Verschlauchung. Wenn die Ventile wirklich dicht sind, ist alles gut. Aber jetzt nehmen wir mal an, eins wäre nicht ganz dicht. Dann sabbert während des Tankvorgangs, und der dauert bei einem Jet mehrere Minuten, wenn es ein bisschen größerer ist, hier Druck drauf. Und über das etwas undichte Ventil gelangt dann Treibstoff in die Turbine. Davon wisst ihr nichts. Woher auch? Man sieht es ja nicht. Die Schläuche sind randvoll, sind keine Luftblasen drin, kann man nicht sehen. Wenn ihr dann die Turbine startet, kommt das zu einem ordentlichen Feuerwerk da hinten. Schauen wir uns auch in Teil 5 an. Wird interessant. Da gibt es dann richtig mal mit Flämmchen und so. Oder Flamme. Und deswegen dieses Ventil. Das ist ein mechanisches Kugelventil. Wir hatten das ja schon. Ich setze die auch sehr gerne hier beim B-Endtanken ein. Jetzt ist es hier eingebaut, um euch zu zeigen, es ist einfach sicherer, bevor ich oder solange ich nicht fliegen will mit dem Jet, ist dieses Ventil zu. Da kann der Überdruck hier im Tanksystem machen, was er will. Überdruck. Es kann natürlich auch sein, dass ihr vergessen habt, hier eventuell einen Sicherungsstopfen auf der B-Endlüftung zu entfernen. Dann baut sich im ganzen Tanksystem ein richtig guter Druck auf. Also da kann schon wirklich Druck hinterstecken. Und das Ventil verhindert einfach, dass da Treibstoff in die Turbine gedrückt wird. Und erst wenn ihr bereit seid, nochmal die Luft eventuell im Jet geprüft habt und wirklich anlassen wollt, dann macht ihr den Hahn auf, startet die Turbine und nach dem Fliegen Hahn wieder zu, dann kann da nichts passieren. Deswegen dieser Hahn sehr wichtig, finde ich. Dann haben wir hier noch einen Filter. Da kann ich keine allgemeingültigen Ratschläge geben. Da müsst ihr bitte in die Bedienungsanleitung eurer Turbine schauen. Manche Hersteller schreiben es quasi zwingend vor, bei anderen wird das eher lockerer gehandhabt. Wozu dieses Filter genau ist, das zeige ich euch, nachdem wir die Leitung entlüftet haben. Aber so viel schon vorweg, Schaden tut ein Filter hier in der Druckleitung eigentlich nie. Im Zweifelsfalle lieber eins einbauen, ansonsten gucken, was sagt der Hersteller dazu. Wenn er eins will, auf alle Fälle einbauen, ihr werdet nachher sehen, das ist wirklich wichtig. Es gibt Hersteller, die brauchen das nicht, weil die ein entsprechendes Filter an entsprechender Stelle bei Frankturbine zum Beispiel eingebaut haben. Da kann man drauf verzichten. Aber wie gesagt, Schaden tut es nicht, deswegen würde ich es immer vorsehen. Und dann ist es gut. Selbst wenn man da gefiltert hat. Es geht einfach um kleinste Partikel, die von der Pumpe erzeugt werden können, wenn da vielleicht
sich Metall ablöst. Ja. Oder auch vom Filzfilter vielleicht ein Filzfusselchen innen sich löst, durchgefördert wird und in der Turbine landet. Das kann an einer ganz bestimmten Stelle, zu dem wir noch später kommen, wirklich zu Problemen führen. Deshalb ist das Filter dort wichtig. Diese Filzfilter, Filzpendel, Filzfilter, noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn man es selbst zusammenbaut, also so ein Filzfilter, Filzpendel in der Hand hat, bevor man es einbaut, nochmal mit Druckluft ausblasen. Weil von dem Fertigungsvorgang können da tatsächlich im Inneren lose Filzfussel rumliegen. Die wollen wir nicht. Die sind nie gut. Die wollen wir nicht haben. Deswegen. So, jetzt kommen wir zu dem Primen. Also viele Hersteller nennen das Primen, Entlüften. Also dem Leermachen oder Vollmachen. Leer, gut, leer sind sie ja schon. Dem Füllen der Treibstoffleitungen bis zur Turbine. Da empfiehlt sich folgende Vorgehensweise. Wir nehmen den Schlauch von der Turbine ab. Warum machen wir das? Man könnte natürlich auch so lange füllen, bis der Sprit gerade an der Turbine ankommt. Ich habe da aber noch eine bessere Idee. Erst einmal schließe ich diese Leitung, die ehemals zur Turbine ging, jetzt an die Rücklaufleitung meiner Tankstation an. So. Es geht mir nämlich, wenn man einen neuen Jet baut, nicht unbedingt nur darum, diese Leitung mit Sprit zu füllen, damit die Turbine arbeiten kann. Ich möchte bei diesem Primen oder eben Auffüllen der Leitung auch, dass eventuelle Verunreinigungen, die in der Leitung drin sind oder vom Filz kommen, wenn ich das erste Mal die Pumpe starte, dass die rausgespült werden. Dazu kann man die ruhig ein paar Minuten mal laufen lassen. Also einfach zurück in die Tankstation laufen lassen. Dann stellt man damit erstens sicher, dass die Leitung keine Luft mehr beinhaltet. Und dass sie gut durchgespült ist. Sollte doch irgendwo mal ein Schmutzpartikel in eine Schlauchleitung beim Einbauen in den Jet, da lag die vielleicht unten im Rumpf. Da war vielleicht noch Schleifstaub. Man kann gar nicht so blöd denken, wie der Staub oder Fussel oder was auch immer sich da plötzlich breit macht. Deswegen abziehen von der Turbine, anschließend an den Überlauf, damit es zurückgeht in die Tankstation. Und dann muss man diesen Menüpunkt finden. Der ist bei jedem Hersteller. Warum sollten die sich auch was machen, was gleich wäre? Den muss man erstmal lokalisieren. Hier bei der Hornet 3 drückt man hier einmal auf das Häkchen, dann kommt man in die Einstellungen rein. Und zweimal runter findet man Testfunktionen. Sowas Ähnliches muss es bei jeder GSU-ECU geben. Und in den Testeinstellungen, wenn ich das jetzt hier so spiegelverkehrt auf meinem Monitor richtig sehe, gibt es den Menüpunkt, wo man die Pumpe primen kann. Nicht vergessen, den Hahn aufmachen, denn jetzt soll der Treibstoff durchfließen. Dann machen wir den an und die Pumpe wird nun aus dem Haupttank, oder andersrum, die Pumpe saugt jetzt durch unser Filzfilter den Treibstoff aus dem Hopper. Der Hopper holt sich den Treibstoff aus dem Haupttank und das Ganze läuft in die Tankstation. In dieser Konstellation lasse ich das tatsächlich ein paar Minuten laufen. Das werde ich mir hier natürlich jetzt sparen, ist klar. Aber so stellen wir wirklich sicher, dass alles gut durchgespült ist. Ihr seht, hier ist keine Luftblase mehr drin. Das ist purer Treibstoff jetzt. Der leert sich da langsam. Dann kann man irgendwann auch wirklich das Ganze wieder abstellen. Wir machen den Hahn wieder zu. Jetzt gibt es hier wahrscheinlich eine kleine tropfende Sensation. Nein, es geht. Und schließen dann wieder unsere Treibstoffleitung an die Turbine an. Das war das Primen. Jetzt ist tatsächlich unsere Tank-, Hopper-, Pumpe-, Schlauch-, Filter-, Turbineneinheit fertig für den Einsatz. Und wie ihr schon gesehen habt, wollte ich eigentlich ganz zu Anfang schon darauf hinweisen, habe ich vergessen. Mache ich es halt jetzt. Zusätzlich zu der Turbine Schnittmodell, die kennt ihr ja schon, liegt jetzt hier die Turbine mit dem Glasdeckel. Die werdet ihr nachher sehen, wie denn so ein Startvorgang abläuft. Aber hier schon mal das erste Mal sozusagen im Bild zu sehen, das ist die Turbine mit dem Glasdeckel.
Eigentlich hier vorne ganz normale Turbine. Eigentlich ist das sowieso eine ganz normale Turbine. Man hat lediglich hier in dem Edelstahlgehäuse einen Ausschnitt angebracht und den wiederum mit einem speziellen Glasdeckel natürlich. Das ist kein Fensterglas, das würde uns sofort um die Ohren fliegen. Das ist entspanntes Glas, das also bei Hitzeeinwirkung nicht dazu neigt, Spannungen zu kriegen, wo sie keine kriegen soll und dann halt Risse und einem um die Ohren fliegt. Es ist natürlich trotzdem nicht ganz ungefährlich. Ich kann diese Turbine nicht bei Vollgas betreiben. Der Alfred Frank hat mir gesagt, ich soll höchstens auf 0,5 Bar Kammerdruck gehen. Das sind so um die 60.000, 65.000 Umdrehungen. Und da werde ich mich nachher bei den Videoaufnahmen auch nicht drüber hinaus wagen, weil so ganz traue ich dem Glas dann halt auch nicht. Und in einem normalen Betrieb ist in so einer Turbine durchaus 3 Bar Druck drauf. Also das ist jetzt nicht wenig, ne? Also 3 Bar, das heißt 3 Kilogramm pro Quadratzentimeter Oberfläche. Das sind hier so 10 mal 10 Zentimeter, wären also 100. Dann hätten wir da also 300 Kilo Druck, die Platte da von der Turbine entfernen möchte. Und das wird sie schaffen. Deswegen machen wir mal lieber nur ein halbes Bar. Das ist schon durchaus sinnvoll. Jetzt haben wir also eine vollständig lauffähige Turbine. Was ich schon angedeutet habe, wozu brauchen wir das Filter? Und dazu blende ich jetzt mal was ein. Was ihr da seht. Das Teil, was ihr da seht, also nur zum Vergleich, hier unten ist ein Millimetermaßstab. Das ist tatsächlich ein Ausschnitt aus einem Lineal. Das spitze Ding da oben drüber, ich habe es auch dran geschrieben, ist eine Stecknadel. Das dicke, runde Ding, auch von euch aus gesehen auf der linken Seite, ist das Teil, worum es mir geht und wofür dieses Filter da ist. Es passiert nämlich Folgendes. Schauen wir uns am besten im Schnittmodell an. Bringen wir das schon mal hier in Position. Ich hoffe, man kann das dann auch wirklich gut sehen. Dann brauche ich noch was zum Zeigen. So, wir hatten ja hier unsere 2 Ventile. Und wir hatten uns ja schon im Teil 3, müsste es gewesen sein, angeschaut, wie der Treibstoff hier durch das Röhrchen hier hinten in die Ringleitung und in die Einspritzröhrchen. Das ist übrigens das rechte Ding, was ihr da seht. Das ist so ein kleines Röhrchen, wo Treibstoff durchkommt, der sich dann in diesen Sticks hier innen drin entzündet und dann halt für Feuer in der Turbine sorgt. Und diese Einspritzröhrchen, die sind noch relativ dick, aber diese Drossel, also das linke Teil da aus eurer Sicht, das hat ein wirklich wahnwitzig dünnes Loch im Innern. Und da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer gucken, wo der Treibstoff hier so lang saust. Ich hoffe, ich kriege das hier hin. Mal gucken, das zeigen wir am besten mal auf der Overhead-Kamera. Das ist die Haupttreibstoffleitung. Die geht also hier rein. Hier ging es dann hin zur Ringleitung. Das ist aber ein T-Stück. Das heißt, hier zweigt sich das nochmal ab. Und da geht jetzt der Sprit. Ich muss das jetzt hier rumdrehen, damit ihr dem folgen könnt. Das ist immer noch die Leitung hier, um die es mir geht. Die kommt dann da an. Bei diesem Teil, dieser kleine Klotz, mal gucken, ob ich das noch so hindrehen kann, dass man das besser... Ja, so sieht man das gut. Dieses Teil, da kommt der an. Und genau in dieser Baugruppe, da sitzt diese kleine Drossel mit dieser 0,3 mm Bohrung. Und um diese kleine Bohrung geht es mir. Wenn die sich zusetzt, wir stellen uns das jetzt mal geistig vor, dass so ein kleiner Filzfussel von so einem Filzfilter, mein Gott, bin ich gut, ich habe das schon wieder hingekriegt, da durch die Pumpe sich durchgemacht hat und nicht in diesem Filter hängen geblieben ist, dann landet die, wenn wir Pech haben oder wenn wir Glück haben, geht sie durch die Leitung und wird verbrannt. Okay. Wenn wir Pech haben, läuft sie in dem Abzweig diesen Bogen einmal rum um die Turbine und landet in diesem Block. Da sitzt eben diese Drossel mit 0,3 mm. Und 0,3 mm, das ist nicht wirklich dick. Und wenn sich da so eine Filzfusselfluse da reinsetzt, passiert Folgendes. Dann wird dieses Loch logischerweise verstopft
Oder zumindest der Durchfluss in diesem Loch wird deutlich verringert. Schauen wir mal, wo die weiter hingeht. Das ist... Ja, der Herr Grote lässt wieder was fallen. Das ist immer noch diese Leitung, die hier lang fließt. Die kommt an diesem... Jetzt wird es interessant, ob man das sehen kann. An diesem Winkel hier an, fließt hier runter, da unten rum und landet hier mitten in diesem Wellentunnel. Man hat eine Treibstoffleitung im Wellentunnel zu tun. Naja, die Treibstoffleitung im Wellentunnel hat folgende Aufgabe. Die schmiert und kühlt die beiden Kuhlager, nämlich das vordere und das hintere. Und wenn sich diese Baugruppe da vorne, wo die Drossel drin ist, verschlossen hat, oder auch wenn sie nur im Durchfluss behindert wurde, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann eure Kugellager kaputt gehen, weil die nämlich jetzt gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr richtig geschmiert werden. Das kann also richtig böse enden, ohne dass man das sofort merkt. Ihr habt da einen Fussel reinbekommen, merkt das gar nicht, der sitzt da vielleicht noch gar nicht richtig drin. Man fliegt damit, man fliegt wieder damit, man fliegt vielleicht nochmal damit. Irgendwann fängt die Turbine an, sich merkwürdig anzuhören. Und dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann ist sie im Eimer. Und dieses Bauteil hier, ich roll es nochmal hier so ins Sichtfeld. Dieses Bauteil, das ist bei den Frank-Turbinen mit einem Filter zusätzlich ausgestattet. Es war nur ein sehr kleines Filter, aber immerhin ein Filter direkt vor dieser Drossel. Deswegen dürfte man eine Frank-Turbine auch ohne externes Filter betreiben. Aber Schaden, wie gesagt, tut ein externes Filter direkt vor der Turbine definitiv nicht. Ist die Druckseite, kann eh nichts passieren, passt. Deshalb würde ich das da immer mit einbauen. Das war die Drossel in einer Turbine. Wir haben also da tatsächlich eine Stelle in einer Turbine, die ein bisschen empfindlich ist. Die Einspritzröhrchen mit ihren 0,7 mm sind da ja eigentlich schon Scheunentore. Da passt ja schon einiges durch. Wobei mit der Zeit setzen die sich auch zu. Deswegen kommt ja so eine Turbine auch nach 25, maximal 50 Stunden, bei BF zum Beispiel, zur Wartung, um einfach da auch zu gucken, was ist da verdreckt, muss man das sauber machen. Das machen die Jungs dann halt da auch. Aber diese Drossel ist wirklich wichtig. Jetzt haben wir uns das auch angeschaut. Jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes weiter übrig, als mal so einen Startablauf, wie er denn in der Turbine, beim Starten einer Turbine stattfindet, was denn da so alles abgeht. Jetzt müssen wir uns erstmal anschauen, was haben wir denn alles in der Turbine, was für den Start wichtig ist. Ich fange mal mit... Bevor wir nach innen gehen, fange ich mal außen an. Ich drehe das Ding nochmal um, wo ich es gerade hier habe. Und zwar gibt es hier bei der Frank-Turbine, kann man das gut sehen, so eine Rohrleitung. Bei anderen Herstellern mag die im Innern verlaufen, da sieht man sie nicht. Aber jede Turbine hat so ein Ding. Das ist ein Temperaturfühler. Der misst hier hinten entweder direkt hinterm Turbinenrad oder direkt vor dem Turbinenrad die Temperatur der Turbine. Das ist für den Start-up der Turbine wichtig, weil die Turbine feststellen muss, hat es da drinnen jetzt ein Feuer, brennt da was, wird es heißer? Dafür ist der Temperaturfühler da. Der ist hier elektrisch, befindet er sich hier vorne in der Turbine, aber rein Thermoelement elektrisch sitzt er hier hinten. Immer da hinten. So. Drehen wir das Kind wieder um. Ich muss es jetzt mal so hinstellen, dass ich euch da gleich was zeigen kann. Das wird gar nicht so einfach. Nee, so rum. So. Nicht wundern, wenn ich da unten hingucke, da ist mein Kontrollmonitor für die Overhead-Kamera, damit ich nämlich sehe, was ihr gleich sehen werdet. Weil sonst weiß ich nicht, ob ich das tatsächlich aufnehme, worum es geht. Wir haben also einen Temperaturfühler da hinten. Damit überhaupt ein Startvorgang der Turbine stattfinden kann, brauchen wir natürlich auch erst einmal Drehzahl auf der Turbine. Wir müssen Luft in die Turbine kriegen. Ohne Luft brennt irgendwo nichts oder nur ganz müde. Deshalb, nächste Komponente, die wir uns begucken müssen, ist der Anlasser. Sitzt meistens hier vorne. Es gibt auch Turbinen, bei der der Anlasser im Innern der Turbine eingebaut ist. Der sitzt dann bei der
BF-300 gibt es die Militärversion. Da ist das, glaube ich, so, wenn ich recht informiert bin. Da sitzt auf der Turbinenwelle sitzen Magnete und um die Turbinenwelle sitzen entsprechende Spulen, sodass die Turbinenwelle, unter der Voraussetzung, ich habe das so richtig verstanden, dann direkt die Turbine dreht. Dadurch habe ich hier vorne keinen Anlasser mehr. Aber üblich ist hier vorne ein Anlasser. Und der läuft natürlich nicht permanent mit, wenn die Turbine nachher läuft. Das wäre für den Anlasser ziemlich tödlich. So ein Elektromotor, okay, der kann 20, 30.000 Umdrehungen, vielleicht auch 40. Aber wenn man es noch schneller macht, dann fliegt der einem irgendwann um die Ohren. Okay, wie macht man denn das? An so einem Anlasser befindet sich hier vorne, ja, ich glaube, man kann es sehen, hier vorne befindet sich ein Konus. Nein, ein Mitnehmer. Der Konus ist ja das Teil, was auf der Turbine selbst drauf sitzt. Und dieser Mitnehmer auf dem Anlasser, der ist ein Stück weg von dem Konus der Turbine. Und wenn ich den Anlasser jetzt bestrome, das mache ich auch gleich, dann wird beim Andrehen des Anlassers dieser Konus nach vorne geschoben. Und ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Mal schauen. Das wird jetzt ein bisschen fummelig. Ich habe das hier so alles vorbereitet. Ich hoffe, das funktioniert auch. So, nochmal sehen. Achtung. Ich denke, ihr könnt das sehen, wie dieser Konus nach vorne geht. Und wenn ich den Strom wegnehme, dann geht er wieder nach hinten. So funktioniert der Anlasser. Strom auf den Anlasser, der Motor dreht an. Da ist so eine Schraubmimik drin. Und diese Schraubmimik drückt den Mitnehmer nach vorne auf den Konus von der Turbine. Dreht den dann. Und wenn die ECU meint, die Turbine kann alleine weiter, dann wird sie den Motor vom Anlasser abschalten. Und dieses Schraubmimik-Dingsbums zieht diesen Konus wieder, diesen Mitnehmer wieder zurück. Und damit ist der Anlasser von der Turbine wieder getrennt. Und die Turbine kann ganz alleine weiterlaufen. Was ist für den Start der Turbine, bevor wir zum Treibstoff kommen, noch wichtig außer Temperatur und Anlasser? Wir müssen irgendwie die Drehzahl der Turbine erfassen. Da gibt es zwei Verfahren, eine optische Drehzahlerfassung und eine elektromagnetische, wirbelstromtechnische Erfassung der Rotordrehzahl. Wo ich weiß, ist die Firma Kingtech, die macht die elektromagnetische, also Wirbelstromerfassung. Und bei den BF und bei den Frank-Turbinen, da ist es alles optisch, wenn ich mich nicht schwer täusche. Optisch funktioniert folgendermaßen. Muss ich mal schauen, ob ich das, man das hier sehen kann. Ja, da seht ihr im Konus der Turbine ein Loch. Da spiegelt sich jetzt gerade das Licht. Und dieses Loch wird mit einer Lichtschranke durchleuchtet, sozusagen. Ein Sensor, wo habe ich ihn denn? Da hat sich der versteckt. Das ist Teil 1 von der Lichtschranke. Eine Komponente, die sehen beide gleich aus, deswegen kann ich nicht sagen, welches welche ist. Das könnte jetzt die Sendediode sein. Und genau auf der anderen Seite hier unten noch eingebaut ist dann die Empfangsdiode oder genau umgekehrt. Also jedenfalls bilden diese zwei Komponenten eine Lichtschranke. Und die wird immer zweimal pro Umdrehung freigegeben durch die Bohrung, die sich vorne im Konus befindet. Diese Bohrung ist also nicht dazu da, da einen Stift reinzustecken, um sie festzuziehen. Natürlich auch zum Teil, aber hauptsächlich eben, um die Drehzahl zu erfassen. Wir haben einen Temperaturfühler, wir wissen, wie schnell sich die Turbine dreht. Alles wichtig für die ECU zu entscheiden, ja, ist die Turbine jetzt an, weil die muss ja, wenn sie theoretisch eine Flamme in der Turbine erzeugt, feststellen, wird es denn da wärmer? Nimmt die Turbinendrehzahl zu, dann kann man zum Beispiel mal den Strom vom Anlasser ein bisschen reduzieren und merkt, die Drehzahl bleibt oder steigt sogar. Dann weiß die ECU, okay, wir sind so langsam in dem Modus, dass die Turbine alleine arbeiten kann. Jetzt fehlt uns noch Sprit. Da kommen wir zu den zwei Magnetventilen wieder zurück. Wir haben zwei Leitungen. Während der Anfangsphase des Startens bringen wir den Treibstoff, nee, ich muss anders anfangen, Treibstoff, Kerosin, Petroleum oder Diesel, Diesel war das dritte, oder Diesel, lässt sich relativ schlecht entzünden. Erstaunlicherweise, also wenn man da so ein Schälchen flüssiges Petroleum hat,
dann kann man da drin ein brennendes Streichholz baden, das geht einfach aus. So leicht kriegen wir das also nicht an. Wie kriegen wir das an? In der Turbine befindet sich, wir können es auch erstmal hier sehen, hier ist dieses schmutzig-gelbe Etwas. Das ist ein Modell einer Glühkerze, eines Glühstifts. Das Original sitzt hier drin. Und da ihr das so nicht sehen könnt hier drin, wenn es nicht so ordentlich dunkel, habe ich da ein Bild, besser gesagt ein Video. Dieser Glühstift glüht, wer hätte es gedacht. Und auf diesen Glühstift, der richtig schön hell glüht, wenn man da ganz wenig Treibstoff drauf träufelt schon fast, dann brennt das. Und so kriegt man in der Turbine eine Flamme an. Schauen wir mal, wie das da hinkommt. Wir haben unsere zwei Ventile, da war ich ja vorhin schon stecken geblieben, durch in diesem Falle diese rot-transparente Leitung. Das ist für mich immer die Zündleitung. Das Ventil wird von der ECU aufgemacht zu Anfang. Das Ventil ist noch zu. Der Treibstoff fließt hier durch, hier um die Ecke und kommt eben genau an unserer Glühkerze an. Wenn also das eine Ventil, das rote Ventil, also das mit der rot-transparenten Leitung, wie auch immer, ob hier draußen oder da drin ist egal, wenn das offen ist und die Pumpe ganz langsam läuft, manchmal wird die sogar getaktet, das kann man dann hören, das macht so tick, 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 tick. Kann auch sein, dass das Ventil getaktet wird, also das macht jeder Hersteller von ECUs ein kleines bisschen anders. Dann kommt etwas Treibstoff auf diesen wahnwitzig hell und heiß glühenden Glühstift. Eigentlich ist das sogar noch ein bisschen pfiffiger. Wie man das sehen kann, ist um den Glühstift herum ja nochmal so ein Rohr. Und der Treibstoff kommt von hinten. Das heißt, der Treibstoff kommt erst auf einen Bereich des Glühstifts, wo der noch nicht ganz so heiß ist wie vorne. Das sorgt dafür, dass sich so Dampfblasen bilden. Und Dampfblasen vergrößern die Oberfläche von der Substanz, in dem Falle von unserem Treibstoff. Und diese Bläschen, diese Dampf irgendwie, kommt dann vorne an dieses unvorstellbar heiße, an diesen unvorstellbar heißen Kopf des Glühstifts und entzündet sich sofort. Jetzt haben wir sozusagen eine Hilfsflamme in unserer Turbine. Ich muss gerade mal da unten hingucken, ob ich nicht was vergessen habe. Nee, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, wir haben das soweit schon mal gar nicht schlecht erklärt. Ich habe nichts vergessen. Wenn das jetzt ein bisschen heiß wird in der Turbine und die ECU das anhand des Temperaturfühlers hier hinten merkt, ey, da wird's warm, dann macht die Folgendes. Die macht das zweite Ventil auf und macht das erste kurz danach aus. Das heißt, die zweite Ventil geht auf, wir spritzen Treibstoff in die Haupteinspritzdüsenröhrchen ein. Der Sprit, der da vorne rauskommt, kommt in direkten Kontakt mit dieser Hilfsflamme von unserem Glühstift und entzündet sich sofort. Das merkt die ECU dann wieder, jetzt wird es richtig heiß, dann kann sie also das erste Ventil definitiv ausmachen, wenn es vorher nicht schon ausgeschaltet worden ist. Und die Turbine ist im normalen Betrieb. Die muss sich jetzt noch ein bisschen einpendeln. Bei der Hornet ist das so, dass erst einmal eine gewisse Mindestdrehzahl auf die Pumpe gegeben wird. Also grundsätzlich hängt die Turbinendrehzahl von der Pumpendrehzahl ab. Mache ich also mehr Drehzahl auf die Pumpe, fördere ich mehr Sprit. Mehr Sprit, Turbine wird heißer, Turbine erhöht Drehzahl. Hängt direkt miteinander zusammen. Könnte man also meinen, man kann eine Turbine ganz ohne ECU betreiben. Kann man auch. Aber wenn man eine Turbine an der Maximumdrehzahl betreiben möchte oder eben auf einer bestimmten Drehzahl, dann braucht man einen Regelkreis. Also es reicht jetzt nicht, die Pumpe, sagen wir mal, auf 2-3 Volt zu stellen und dann habe ich eine gewisse Drehzahl der Turbine. Habe ich auch. Wenn ich jetzt aber schnell fliege und ich kriege Luft von vorne, dann wird die Turbinendrehzahl hochgehen. Und das muss die ECU verhindern. Das heißt, die darf natürlich, also sie muss es verhindern, weil ich es nicht möchte, also ich als Pilot. Ich habe ja gesagt, du sollst mit Halbgas fliegen, also mit, sagen wir mal, 100.000 Umdrehungen. Da muss die ECU aufpassen, dass die Turbine nicht schneller als 100.000 Umdrehungen läuft. Das wäre jetzt aber bloß ein Komfortmerkmal. Kritischer wird es, wenn die Turbine an die Grenzdrehzahl kommt. Sagen wir mal, die Turbine darf 120.000 Umdrehungen. In Teil 5 werden wir noch sehen, was da für Lasten auftreten in so einer Turbine. Das ist nicht ganz ohne. Das heißt, so ein Hersteller wird
wenn er 120.000 Umdrehungen als Beispiel freigibt, dann hat er das mit Sicherheit auch bis 122 oder 123.000 Umdrehungen probiert. Viel mehr wird aber nicht gehen. Das wird jetzt den einen oder anderen wundern. So ein bisschen mehr, 120, 123.000 Umdrehungen, das ist doch nicht viel. Wir werden in Teil 5 sehen, dass das eine ganze Menge ist, was da passiert. Deswegen sollte man so eine Turbine auf keinen Fall überdrehen. Die kann dann tatsächlich auseinanderfliegen. Und um das zu verhindern, dafür brauchen wir die ECU. Die wird dann feststellen, oh, meine Turbine läuft viel zu schnell und zieht sofort die Pumpenspannung zurück. Deswegen ist das ein geschlossener Regelkreis. Immer wieder Drehzahl gucken, Pumpenspannung einstellen etc. pp. Das macht alles unsere ECU. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir sollten uns das jetzt endlich... Die kann hier erstmal wieder weg. Endlich mal anschauen, wie das denn wirklich aussieht. Das machen wir jetzt. Die Glasturbine. Also, was da jetzt passiert, das ist ja ein Vorgang, der relativ schnell abläuft. Ich habe es euch gerade eben im Vorfeld schon erklärt, was da passiert. Der Glühstift glüht, es wird Treibstoff eingespritzt. Es kommt zu einer Flamme, gleichzeitig wird Treibstoff auf allen Einspritzdüsen eingespritzt. Die Flamme breitet sich aus. Die ECU versucht, so einen Leerlaufpunkt zu finden. Die ECU wird dann langsam etwas, also zumindest machen es die Hornet CPU, GSUs, Ground Support Unit, nein, ECUs, ECUs. Die Hornet ECUs, dass sie dann auf eine zweite Kalibrierdrehzahl gehen, üblicherweise 60.000 Umdrehungen. Und dann wieder runtergehen auf Leerlaufdrehzahl. Und das sehen wir da gerade, was da so passiert. Und was man eben auch sieht, sind die unterschiedlichen Flammfarben. Während des Startvorgangs, also beim Direktanlassen und die erste Flamme, die dann kommt, die ist gelb. Gelbe Flamme im Verhältnis zu blauer Flamme bedeutet zu wenig Sauerstoff. Und das leuchtet ja auch ein. Wir haben zu Anfang nur den Anlasser, der die Turbine dreht. Und der kommt vielleicht auf 20.000 Umdrehungen, wenn er sich Mühe gibt. Die Leerlaufdrehzahl einer Turbine ist aber über 30.000. Und diese 10.000 Umdrehungen Differenz, die sorgen dafür, dass uns eben einfach Sauerstoff fehlt. Deswegen brennt die Turbine oder die Flamme in der Turbine während des Startvorganges gelb, also unsauber, schmutzig. Und erst wenn die ECU sich so langsam eingeregelt hat, also dafür Sorge getragen hat, dass die Luftmenge zur Pumpendrehzahl, in dem Falle Treibstoffmenge, stimmt und passt, dann wird die Flamme blau. Das sehen wir dann bei der zweiten Drehzahl, 60.000, wo sie also auf höherer Drehzahl läuft. Da sehen wir dann schon, dass die Flamme richtig schön blau brennt. Und so bleibt sie dann auch, wenn sie wieder runtergeht in der Drehzahl. Denn da ist ja dieser Vorgang, dieser Regelkreis zwischen ECU und Pumpe und Luftmenge und Temperatur der Turbine perfekt aufeinander abgestimmt. Also wenn das da in blau ist, ist es erstens sauheiß und zweitens sehr sauber. Also die Verbrennung ist wirklich gut. Jetzt habe ich eben schon angedeutet, Sicherheit. So eine Turbine, das ist jetzt ein Vorgriff auf Teil 5, aber da das wichtig ist, mache ich es jetzt lieber noch schon mal und in Teil 5 gucken wir es uns dann im Detail an. So eine Turbine ist nicht ganz ungefährlich. Nicht nur das, wie vorhin schon erwähnt, hier in der Brennkammer bis zu 3 Bar, vielleicht sogar mehr, entstehen können, die ja durchaus nach außen wollen. Aber die Hauptgefahr ist natürlich einerseits das Verdichterrad. Können wir es ja hier nochmal herholen. Einerseits das Verdichterrad. Hier ist es. Das dreht sich ja mit genau der Geschwindigkeit, mit der die Turbine läuft. Also eben um die 120 oder bei kleinen Turbinen weit über 200.000 Umdrehungen. Und das Turbinenantriebsrad, welches sich hier hinten befindet, kann man, glaube ich, auch gerade so sehen. Auch das dreht sich. Das da hinten ist eigentlich noch ein bisschen gefährlicher. Warum ist das so? Das Rad ist sehr heiß. Und wenn Material einer sehr großen Temperatur ausgesetzt wird, dann ist es nicht mehr ganz so haltbar. Deswegen ist eigentlich das kritischste Rad an der Turbine das Turbinenantriebsrad. Deswegen sicherheitsmäßig, auch wenn ihr auf dem Prüfstand arbeitet, niemals neben der Turbine stehen. Neben der Turbine ist absolutes No-Go.
geht nicht. Wenn da was kaputt geht, fliegt das in dieser Richtung weg von der Turbine. Und da möchte man nicht stehen, definitiv nicht. Ich werde da im Teil 5 auch ein paar Bilder zeigen. Da sieht man, was da für Energien hinterstecken. Was okay ist, sind schräg hinter der Turbine und schräg vor der Turbine. Genau vor der Turbine ist theoretisch auch noch akzeptabel, wenn man wirklich hundertprozentig sicher ist, dass die da bleibt, wo man sie festgeschraubt hat. Das ist die einzige Gefahr, die direkt vor der Turbine noch herrscht. Wenn man da sicher ist, dann darf man sich auch mal vor die Turbine stellen. Aber schräg davor und schräg dahinter ist der sicherste Ort. Warum nicht direkt hinter der Turbine? Da haben schon einige gesagt, da kommt ja nur Luft raus. Naja, meistens schon. Was aber da ein bisschen kritisch ist, wenn eine Turbine etwas älter wird. Ich habe da Bilder bekommen. Diese Sticks hier innen drin, also diese gelben Röhrchen, die führen ja sozusagen den Sprit und die Flamme. Und die sind thermisch enorm hoch belastet. Wenn man die nach zig Betriebsstunden einer Turbine mal sieht, vor allem da vorne, wo sie so ein bisschen aufgeweitet sind, dann sehen die da schon ein bisschen ausgefranst aus. Das kommt daher, dass da tatsächlich Teile von diesen Röhrchen verbrennen. Und wenn die ausgefranst sind, jetzt stellt euch das mal vor, da stehen so kleine, zackige Metallteile so vorne ab. Und jetzt stellt euch mal vor, so ein Teilchen bricht ab. Das befindet sich zwar innerhalb der Brennkammer, aber die Luft durchströmt ja die Brennkammer. Und die Luft, die da durchströmt, strömt aus den Löchern der Brennkammer raus. Und wenn diese schnell strömende Luft so einen Metallpartikel mitnimmt, dann kommt das Ding da raus aus der Brennkammer. Und wenn es dann noch ein bisschen Glück hat und der, der hinter der Turbine steht, Pech hat, dann kommt dieses Partikelchen relativ ungestört durch das Leitsystem und durch das Antriebsrad. Und dann kommt das hier hinten mit einem Affenzahn aus der Turbine raus, mit einer Wahnsinnsenergie. Diese Energie, ich habe sie noch nicht ausgerechnet, vielleicht schaffe ich es zu Teil 5, reicht locker, um denjenigen, der dahin 2 Meter Entfernung hinter der Turbine steht oder 3 Meter, ins Krankenhaus zu bringen. Also bitte nicht hinter die Turbine stellen. Mal ganz abgesehen davon, dass ein Schmutzpartikelchen, ein Sandkörnchen vorne angesaugt werden könnte durch die Turbine und ebenfalls hinten rauskommt. Die Luft, die hier rauskommt, hat um die 1500 Stundenkilometer. Ganz so schnell wird so ein Partikel nicht sein. Aber mit 1000 Stundenkilometer könnt ihr da hinten rechnen. Und auch wenn dieser Partikel klein ist, ich möchte den nicht abkriegen mit 1000 Stundenkilometer. Okay, er ist vielleicht etwas langsamer, kommt mit 800 da an. Aber die Energie ist vergleichbar, denke ich mal, mit einer Luftpistole oder nicht sogar einer Sportpistole. Also die ist richtig. Da ist richtig Energie hinter. Ja, währenddessen lief das hier schön brav weiter. Ihr konntet euch jetzt den Startvorgang ein paar Mal anschauen. Ich bin, wie man fast erwarten könnte, am Ende von Teil 4 angekommen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Es wird, ja, also ich habe ja schon erwähnt, also Teil 5 habe ich ja schon jetzt nicht mal erwähnt, gibt es auf alle Fälle noch. Teil 5 schauen wir uns an, was schiefgehen kann. Hatte ich schon erwähnt, auch schon Teil 3 schon. Wenn so eine Turbine mal Feuer fängt, wozu braucht man denn einen Feuerlöscher? Werden wir uns angucken. Wie löscht man denn eine Turbine, wenn sie mal brennt? Oder ein Modell, besser gesagt. Die, die schon mal am Rookie-Meeting teilgenommen haben, durften so einen Löscher ja schon mal praktisch erproben. Und da wurde es auch natürlich auch erklärt, wo man löscht. Nicht da, wo es am hellsten brennt, sondern da, wo die Flamme herkommt. Ganz wichtig. Schauen wir uns aber alles im Teil 5 an. Das heißt, ich zeige es auch. Also ich erkläre es nicht nur, sondern ich bringe tatsächlich eine Turbine zum Brennen und mache sie wieder aus. Gucken wir uns an. In Teil 5 geht es eben nur um solche Sonderdinger. Schauen wir mal. Aber ich denke, das passt alles in einen Teil. Da ich mit absoluter Sicherheit, 2 Sachen weiß ich schon, die ich vergessen habe. Einmal wird es um Kavitation gehen. Das ist das, was in der Pumpe passiert, wenn es auf der Unterdruckseite der Pumpe zu viel Unterdruck hat. Dann fängt eine Pumpe an zu kavitieren, nennt man das. Was dann passiert und warum das doof ist, und das ist wirklich blöd, das gibt es in einer Special-Version. Also ich werde nach Teil 5 noch mindestens ein Special machen. Und dieses Special greift Sachen auf, die ich entweder in Teil 1 bis 5 vergessen habe, oder, und jetzt kommt der Hinweis, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, was ich
vergessen habe, was ich vielleicht mal zeigen soll, dann teilt mir das bitte mit. Dann packe ich das nämlich auch in dieses Special, was nach Teil 5 kommen wird. Und eventuell, das hängt jetzt natürlich davon ab, wie viel da noch kommt, was ich gerne noch zeigen soll, wird es auch 2 Specials geben. Aber gucken wir mal. Um das ein bisschen zeitlich einzureihen, im normalen Zeitablauf kommt erstmal Teil 5. Soweit? Okay. Das Special wird nicht direkt nach dem Teil 5 kommen, sondern nach Teil 5 kommt erst einmal der erste Teil vom Starship. Denn da habe ich euch ja schon ein bisschen lange jetzt vertröstet. Ihr habt ja die Vorstellung des Projektes Starship gesehen. Da ist schon einiges passiert. Ich habe schon ein Bild über Weihnachten und Neujahr gepostet. Das Teil schwebt schon so ein bisschen wenigstens. Und dieser Teil, der sich also mit dem Starship beschäftigt, der kommt nach Teil 5. Und dann kommt mindestens einer dieser Specials. Wollen wir mal gucken. Starship hat sich ein bisschen verzögert. Das lag am mir viel zu kalten Wetter. Draußen auf dem Flugplatz mit dem PC da rumzusitzen und an Parametern zu schrauben. Da war mir zu kühl. Und außerdem kam Corona auch noch dazwischen. Flugplatz ist gesperrt. Hat sich alles ein bisschen verzögert. Aber ich denke, ich habe genug Material, um diesen Teil 1 des Starships dann mal zu veröffentlichen. Und ich hoffe, dass es dann zumindest wettertechnisch wieder so gut ist, dass ich vielleicht mal auf meinen Unterstand im Flugplatz fahren kann und dort weitere Tests machen kann. Ein Test steht noch aus, ein sehr wichtiger. Es hat sich nämlich was rausgestellt, was ich zu Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das ein Problem sein könnte. Ist aber eins. Aber das kann ich noch nicht sagen, ob es gelöst ist, weil ich habe es noch nicht gelöst. Also so gesehen müssten wir leider ein bisschen warten. Ja, ich freue mich, dass das auch sehr gut ankam, diese Serie. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Das freut mich ungemein. Wenn euch was nicht gefallen hat, dürft ihr auch gerne sagen. Es freut mich zwar nicht, aber ich nehme es dann hin und verbessere es dann, hoffe ich zumindest. In diesem Sinne bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns beim Teil 5 und bei einem oder beiden Specials wieder.